Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Mukbang auf meinem Kanal. Wir haben heute Freitag Mittag, also ich habe zumindest gerade Freitagmittag. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Ich habe so ein bisschen Kaminfeeling versucht hier anzumachen. Die Sonne scheint heute. Es ist super, super, super schön draußen, was mich mega freut, weil einfach dieses Graue und Regen, das regt einen auf. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, heute darf die Sonne mal ein kleines bisschen hier drauf scheinen. Sonst mache ich immer die Rollos runter. Was habe ich hier heute zu essen? Da ich schon gefrühstückt habe, ist das so mein Snack, so mein Mittagessen, würde ich mal sagen. Ich habe hier Birnchen. Ich hoffe, ihr könnt irgendwas erkennen. Ich habe hier Erdbeer-Buttermilchcreme. Nennt man auch Joghurt. Dann habe ich hier Haferflocken drauf und nochmal Hafer-Crunchies von DM im Bio. Die Haferflocken sind von Netto, Bähnchen von Kaufland und ja, der Joghurt von meinem Finger. Nein, der war auch von Kaufland. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Pascal ist schon auf der Arbeit. Morgen hat er frei. Morgen ist Samstag. Freut euch auf heute Nachmittag. Heute Nachmittag. Ich bin schon nicht mehr redefreudig. Heute Nachmittag kommt ein sehr tolles Video online, denn es gibt wieder was zu gewinnen. Es gibt heute Nachmittag eine Rossmann Live-Haul. Und ich habe mir diesmal was sehr Tolles ausgedacht. Und ich wollte einfach mal Danke sagen. Wir haben die 3000 Abonnenten geknackt. An jeden einzelnen von euch. Danke, danke, danke. Danke, dass es euch gibt. Danke, dass ihr meinen Kanal abonniert habt. Ich bin wirklich über jeden von euch unfassbar dankbar und ich habe euch alle unheimlich lieb und bin so froh, dass ich euch habe. Ja, das esse ich jetzt hier auf entspannt. Ich habe Hunger. Ich muss wirklich sagen, diese Erdbeerreihe von Kaufland ist nicht so der Hit. Die schmeckt irgendwie so. Ich will nichts sagen, aber wenn man schon ein paar andere Erdbeerjoghurt probiert hat, dann schmecken die von Kaufland irgendwie vergammelt. Nicht richtig. So als wäre es abgelaufen sauer. So schmeckt es. Also, ihr könnt euch das vorstellen. Ihr kauft einen Joghurt, der ist aber schlecht und dann probiert ihr den und der ist sauer. Und so schmecken die Kaufland-Erdbeerjoghurts. Ist das überhaupt die Mehrzahl Joghurt im Standard? Die schmecken halt säuerlich und abgelaufen. Ich habe erst mal gedacht, hä, irgendwie schmeckt das komisch, aber es ist so. Pascal hat dann probiert, also nee, das ist normal. Okay. So säuerlich süß. Ganz komisch. Boah, ist das schön draußen. Ich glaube, ich gehe gleich mein Auto sauber machen. Erstmal lade ich das Video hier hoch. Dann gehe ich mein Auto sauber machen. Mein Auto werde ich wohl nicht mehr lange haben. Leute, wir ziehen ja nach Cuxhaven. Also erst ziehe ich nach Cuxhaven und Pascal zieht ja 2 Monate später danach nach Cuxhaven. Und wir haben beide ja ein Auto, habe ich schon ganz oft erwähnt. Ich habe einen kleinen VW ab und Pascal hat einen Skoda Fabia. Ja. Und Pascal, sein Auto ist halt ein bisschen älter schon, weil am Anfang sollte man sich nicht direkt ein neues Auto kaufen, einfach aus dem Grund, weil sehr schnell ein Unfall passieren kann. Man ist halt einfach noch nicht so erfahren, was das Autofahren angeht. Also bei mir war das zumindest so, ich habe ein Jahr meinen Führerschein gehabt und ich habe nach diesem einen Jahr einen Unfall gebaut. Es hätte eigentlich, wenn ihr mal die Geschichte zu meinem Unfall hören möchtet, dann schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, war eigentlich total ein dummer Unfall. Trotzdem habe ich den gemacht und ich hatte einen wirtschaftlichen Totalschaden von 2.800 Euro. Eigentlich hätte ich nicht so einen hohen Betrag gehabt. Ich bin einfach nur zur falschen Werkstatt gefahren. Am Ende lief mein Punto, den ich hatte. Mein Erstwagen war ein Fiat Punto My Life hieß der. Ich glaube, Baujahr war 2011. Da hatten wir erst vor einem Jahr gekauft für knapp 6.000 Euro. Alina hat den fast zu much gefahren. War aber auch dumm. Ich habe in der Kleinstadt gelernt. Ich habe in Cuxhaven gelernt, da sind nicht so viele Autos. Ja, kommt Alina mit ihrem Punto nach NRW. Wo einfach für mich, meiner Meinung nach, die Leute fahren wie die Bekloppten manchmal. Ja, war halt einfach eine Dummheit von mir selber, aber
Gut, kann passieren, ne? Dann bin ich das Auto noch ein bisschen länger gefahren und habe mir daraufhin den VW abgeholt, weil mit meinem Auto war nicht mehr alles ganz so koscher. War nicht mehr ganz alles in Ordnung. Und war aber durch den Unfall dann so. Ja, und wir hatten zwei Autos, weil wir zwei Autos brauchten. Pascal hat in der Stadt gearbeitet und ich war zu dem Zeitpunkt im Baumarkt auch noch Springerin. Springerin zwischen drei Märkten. Krefeld, Mönchengladbach und Moers hier bei uns. Zwischen den Märkten bin ich mal gesprungen. Ganz selten war es auch noch Duisburg. Und ich brauchte halt einfach mein Auto, ne? So, jetzt ist es aber so, dass wir dann jetzt zu Mama ziehen. Und ich gehe nicht mehr arbeiten. Und wir haben dann so gesehen vier Autos vor der Tür stehen, weil mein Papa hat ein Auto, weil mein Vater von Montag bis Freitag nicht da ist und nach Bremerhaven fahren muss. Mein Papa ist Berufskraftfahrer, also er ist LKW-Fahrer. Meine Mama hat ein Auto, weil meine Mama ja in Cuxhaven bleibt, mein Vater fährt nach Bremerhaven. Der ist nur am Wochenende da, manchmal auch unter der Woche. Aber meine Mama muss halt in Cuxhaven halt zur Arbeit fahren. Dann habe ich ein Auto und Pascal hat ein Auto. Vier Autos, das brauchen wir nicht. Deswegen haben wir uns entschieden, dass ein Auto wegkommt und ich, Pascal, uns in Zukunft dann erstmal ein Auto teilen werden. Also so ist jetzt der Standpunkt, damit wir halt nicht zwei neue Autos kaufen müssen. Warum direkt zwei neue Autos, das will ich jetzt nicht so ganz anteasern. Aber ja. Wir wollten erstmal zwei neue Autos kaufen. Ich wollte unbedingt einen Opel Adam haben. Was ist denn da geknallt? Ich wollte einen Opel Adam haben, das kann ich mir aber abschminken. Da keine neuen Opel Adam rausgebracht werden. Ich glaube, die letzten, die hergestellt worden sind, sind 2019. So, und Pascal kriegt auch einen Neuwagen. Jetzt haben wir überlegt, müssen überhaupt zwei neue Wagen sein? Müssen nicht. Deswegen kaufen wir Pascal dann ein neues Auto. Sein Traumauto ist ja ein VW GTI. Schöner Sportwagen. Ich glaube, so VW, Audi und BMW ist so Traum von jedem, gefühlt von fast jedem Mann. Naja, wenigstens habe ich ihn von Skoda wegbekommen. Mir gefallen nämlich die Modelle von Skoda irgendwie überhaupt nicht. Nichts gegen Skoda. Die Geländewagen sind schön, aber die anderen finde ich einfach pottenhässlich. So sieht's aus, Leute. Und bevor jetzt irgendjemand schreibt, verdienst du schon so viel, dass du zwei neue Autos kaufen kannst oder dir überlegst, zwei neue Autos zu kaufen. Verdienst du schon so viel, dass du dir einen Neuwagen, vor allem VW GTI, kaufen kannst? Leute, ich bin ehrlich mit euch. Nein, ich verdiene nicht so viel. Aber wie kaufen sich andere Menschen neue Autos? Überlegt mal, wie machen die das? Genauso mache ich das auch. Und ich glaube, jeder von euch sollte jetzt eigentlich wissen, was man dann macht. Wenn man nicht, ich meine, so ein VW GTI kann bis zu 40.000 Euro kosten, weil man nicht gerade 40.000 Euro auf der Kippe hat, ne? Ja, dann nimmt man sich halt einfach das, was man braucht, von der Onkelbank. Sagen wir mal so. So. Bitte, bitte, Onkelbank, ich brauche Geld. So. So läuft das. Und so werden wir das auch machen. Also, sorry, ich kann mir jetzt nicht irgendwie 40.000 Euro aus meinem Ohr ziehen. Oder aus meinem Zehennagel ziehen. Also, bestimmt nicht. Klar, ein bisschen was können wir selbst beifügen, aber der Rest muss dann halt geliehen werden. Ich kann es doch nicht einfach so auf den Tisch klatschen und sagen, ich will das Auto. Ihr werdet ja alles damit bekommen. Ich werde euch dann ja alles zeigen. Mal schauen. Also ich habe die Hoffnung von einem Neuwagen. Falls jetzt einige fragen, warum denn unbedingt ein Neuwagen?
ich habe die Hoffnung, dass man dann eine ganze Weile ein bisschen Ruhe hat, weil ein älteres Auto hat schon seine Wehwehchen, ist schon seine Kilometer gefahren. Dann muss das erneuert werden, Bremsen, bla bla bla. Bei den meisten Neuwagen hat man so 3 Jahre Ruhe und vor allem hat man dann ja auch vom Hersteller oder vom Autohaus irgendwie so, hat man ja auch diese 3 Jahre Garantie. Falls was kaputt gehen sollte, dass man kriegt das halt erneuert. Es wird dann gemacht. Also 3 Jahre sollte man eigentlich Ruhe haben. Bei einem Neuwagen musst du auch erst TÜV nach 3 Jahren machen. Und das ist halt für mich wichtig. Ich habe keinen Bock, dass wir uns 2 Gebrauchtwagen kaufen. Und dann müssen wir, ach, die Bremsen müssen gewechselt werden. Das muss gewechselt werden. Das muss gewechselt werden. Und das muss erneuert werden. Und darauf habe ich einfach keinen Bock mehr. Ich sehe es doch gerade an meinem VW ab. Ich bin jetzt gerade fast bei meinen 100.000 angelangt. Und ich merke jetzt einfach, das muss wieder erneuert werden. Das, das, das. Und du hast schon wieder so eine Liste. Und ich habe darauf einfach keine Lust. Wenigstens so ein, zwei, diese 3 Jahre voll hat man dann Ruhe und weiß, okay, eigentlich sollte in diesen 3 Jahren jetzt nichts so Großartiges kommen. Das erhoffe ich mir. Natürlich kann immer was passieren, keine Frage. Ne? Aber trotzdem, ich hoffe, einige verstehen mich da so ein bisschen. Meine Eltern haben sich zum Beispiel auch ein neues Auto geholt und ja, bis jetzt Ruhe. Also bis jetzt war da kaum irgendwas. Meine Mama musste nur einmal eine blöde Bremsscheibe wechseln. Da ist aber auch was schiefgelaufen. Aber trotzdem, das war wirklich eine minimale Sache. Und seitdem haben die auch Ruhe. Meine Mutter musste bis jetzt nichts machen. Gott sei Dank. Und das erhoffe ich mir einfach. Und ich finde einfach, ich habe es mit meiner Mama gerade geredet. Eigentlich waren Pascal und ich auf dem Stand, okay, wir holen uns beide ein neues Auto. Wie meine Mom, wie Mütter halt sind, hat mir nochmal ins Gehirn geredet. Also hat mir gesagt, Kind, ist unnötig, 2 neue Autos zu holen. Könnt ihr später immer noch machen, wenn es wirklich nicht klappt. Wenn was ist, kannst du mein Auto nehmen. So, ne? Meine Mama ist immer nachmittags zu Hause. Am Wochenende habe ich sogar die Wahl zwischen 2 Autos. Pascal hat immer in der Woche einen Tag frei. Da kann ich das Auto auch nehmen und irgendwo hinfahren. Wenn er Frühschicht hat, kann ich nach 15 Uhr irgendwo hinfahren. Es ist einfach unnötig, wenn. Ja, meine Mama hat einfach recht. 2 Autos ist dumm. Ich kann es nur auch einfach mein VW abbehalten, wenn alles gut läuft. Dann muss man halt einfach gucken, wie das klappt und wie das laufen wird. Aber theoretisch brauchen wir keine 2 Autos. Es hat auch einfach so. Ja. Ich bin gespannt, ob der GTI dann ein Schaltwagen ist oder ob es Automatik sein wird. Früher habe ich immer gesagt, ich werde ein Automatik fahren. Ich bin mit dem Auto meiner Eltern gefahren, also von meiner Mama. Und ich fand das einfach so geil. Du hast einfach nur Gas und du hast die Bremse. Hast diese blöde Kupplung nicht. Danach habe ich mir so ein bisschen die Fahrschule so ein kleines bisschen zerstört. Ja, ich muss zugeben, Leute, ich bin einmal mit dem Auto meiner Eltern gefahren. Hatte ich da schon den Führerschein? Ach, kann nicht wahr, Leute, das war danach. Ach, das war mit dem Auto dann von meinem Vater. Stimmt, das war nicht Fahrschulzeit. Nachdem ich meinen Führerschein bestanden habe mit 17, bin ich mit dem Auto meiner Mama gefahren. Automatik. Und. Ach, nee, so war das auch nicht. So, jetzt aber. Als ich meinen Führerschein bestanden habe, bin ich direkt am selben oder am nächsten Tag noch mit dem Auto von meinem Vater gefahren. Mit dem Audi von meinem Vater. Und mein Papa hat einen Schaltwagen und ich konnte super damit fahren. Ich bin zur Arbeit gefahren, ich bin nicht einmal abgesoffen. Das war wirklich so cool, mal in einem anderen Auto zu sitzen. So, dann habe ich ein paar Tage später, bin ich dann mit dem Auto meiner Mutter gefahren, weil mein Vater unbedingt darauf bestanden hat, ich soll mal Automatik fahren. Dann bin ich Automatik gefahren, ich bin auch ein ordentliches Stück gefahren. Automatik war auch easy peasy, ich fand das so geil an der Ampel. Ich lasse die Bremse los und plötzlich fährt das Auto schon so ein bisschen an. War wirklich echt cool. So, und nachdem ich den Automatikwagen gefahren bin, konnte ich plötzlich keinen Schaltwagen mehr fahren. Ich bin dann plötzlich mit dem Auto von meinem Vater abgesoffen die ganze Zeit. Also das glaubt ihr gar nicht. Eine Ampel überall, wo ich war, ich bin abgesoffen. Und kurze Zeit danach habe ich dann ja auch das neue Auto bekommen, also Fiat Punto. Den habe ich dann von meinen Eltern bekommen. Die haben schon länger darauf gespart. Und ich habe in meiner Ausbildungszeit natürlich auch drauf gespart. Und da hat mein Vater mich einfach immer, wenn er da war, jedes Wochenende, wenn er zwischendurch mal da war, an die Hand genommen und hat gesagt, wir fahren jetzt mit deinem Auto. Ich hatte nämlich so Panik, mit diesem Auto zu fahren, weil ich nach dem Automatikauto war bei mir irgendwie Schicht im Schacht. Ich konnte plötzlich irgendwie keinen Schaltwagen mehr fahren.
Ja, und da hat er mich immer an die Hand genommen, hat mit mir geübt und ich bin oft abgesoffen, oft abgesoffen. Und ich muss wirklich sagen, die Wendung ab dem Punkt, wo ich wirklich Auto fahren konnte, war der, wo Pascal mich auf die Autobahn gejagt hat. Da hatte Pascal sogar schon seinen Führerschein. Ich hatte vor Pascal den Führerschein. Hat gesagt, du fährst jetzt auf der Autobahn. Ist mir scheißegal, aber du fährst jetzt mit mir auf die Autobahn. Hat er mich tatsächlich auf die Autobahn gejagt. Und dann ging es, war schon besser. Pascal war zu dem Zeitpunkt bei uns im Urlaub in Cuxhaven. Wir haben noch nicht zusammen gewohnt. Und Pascal wurde krank. Der hatte sein Asthma-Spray nicht mit dabei. Und irgendwas war da, auf jeden Fall war da krank und er musste dringend zu seinem Hausarzt nach Neuss. Ich habe meine Taschen gepackt. Es war kurz nach meinem 18. Geburtstag dann. Ich war schon 18, das heißt, ich durfte alleine fahren. Hab die Taschen gepackt, hab den krank ins Auto irgendwie geschleppt. Der hat auch die ganze Fahrt durchgepennt. Und ich bin in eine Großstadt gefahren. Ich bin sogar durch Düsseldorf gefahren, um ihn zum Arzt zu bringen. Und das war so die Wendung ab dem Punkt, wo ich das Autofahren gelernt habe, sagen wir mal so. Ich bin dann immer weniger und weniger abgesoffen und irgendwann gar nicht mehr. Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, weil ich zuletzt abgesoffen bin mit meinem Auto. Ich glaube, mit dem VW bin ich sogar noch nie abgesoffen. Ja, aber das war so eine Rettung und gleichzeitig eine Übung für mich. Leute, stellt euch mal vor, wie das für mich war. Ich kenne nur zwei Spuren auf der Autobahn. In Cuxhaven gibt es nur zwei Spuren auf der Autobahn. Ich glaube, wenn du Richtung Bremerhaven fährst, nee, selbst da hast du, glaube ich, nur zwei. Ich glaube, drei gibt es da nicht. Und dann fährst du Richtung Neuss bzw. Düsseldorf und auf einmal hast du fünf Spuren, Alter, mit Ausfahrt und keine Ahnung, was da waren. Sechs, ach, keine Ahnung, wie viele Streifen das dann waren. Vier, fünf nebeneinander. Ich wusste gar nicht, wohin mit meinem Leben, Leute. Ich war lost auf dieser Autobahn. Ich war lost. Und dann bin ich nach Düsseldorf reingefahren, weil man durch Neuss nicht fahren konnte. Mein Auto hat mich irgendwie durch Düsseldorf gejagt, weil Neuss und Düsseldorf sind direkt nebeneinander. Ist halt die Nebenstadt. Und ich bin auf mein Leben nicht mehr klar gekommen. Ich wollte links abbiegen, aber ich habe diesen blauen Linksabbieger-Pfeil nicht gesehen. Also zum Beispiel, wenn ihr nach links möchtet, dann habt ihr manchmal so eine blaue Scheibe und da ist so ein Pfeil drauf. Und dann wisst ihr, ah, ich muss hier jetzt lang. Ich habe die nicht gesehen, bin in die gegenentsetzte Richtung gefahren. Also Leute, das war auch eine richtig krasse Story. Aber alles ist zum Glück gut gelaufen und ja. Aber dafür habe ich jetzt ein Trauma von meinem Leben, nämlich ich hasse es, nach Düsseldorf zu fahren. So Leute, ich beende jetzt auch das Video. Wir sind schon bei 18 Minuten. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns heute Nachmittag wieder, denn dann gibt es einen Osman Live-Folge. Bis heute Nachmittag. Was war das denn? Bis heute Nachmittag. Scheiße. Tschüss, Leute.